Hallo zusammen, Produktvorstellung und zwar runde magnetische Filter von Rollei. Sagst du, Moment, die gibt's doch schon. Ja, es gibt alte, es gibt neue. In diesem Video sage ich dir, was neu ist, was besser ist natürlich auch an den runden magnetischen Filtern. Warum sollte man überhaupt magnetische nehmen? Warum sollte man überhaupt runde Filter nehmen? Und warum sollte man manchmal eben doch die eckigen nehmen? Wenn du einsteigen möchtest in die Filterfotografie, sage ich dir, mit welchen Filtern du anfangen solltest. Und ich war mit denen in Island unterwegs und zeige natürlich ein paar Island-Bilder und sage ein bisschen, warum die sich in Island also extrem bewährt haben. Ich hatte das andere Set auch dabei, habe ich nicht einmal benutzt. Ich habe die ganze Zeit damit bearbeitet. Aber ich war schon mal in Island, mehrfach. Letztes Mal habe ich ausschließlich mit denen gearbeitet. Also wie immer bei sowas, Fotografie, es gibt nicht das eine Objektiv für alle Fälle und es gibt auch nicht den einen Filter, der ideal ist für alles. Wenn man beides dabei hat, dann nehme ich halt das, was gerade passt. Ne? Wenn ich nur einen dabei habe, klar, dann nehme ich den, den ich mal nehmen muss, aber wenn man beide dabei hat, sind die ziemlich praktisch und ich erkläre warum. So, das ist der Vorgänger, der ist gut, den musst du auch nicht wegwerfen, wenn du den schon hast, sondern der ist ja gut per se. Der hat eigentlich zwei Nachteile. Das eine ist mal, sieht man das? Das sind jetzt mehrere Filter übereinander. Und Autofokus, vors Gesicht. Da steht nichts drauf. Bei den neuen steht drauf, was es ist. Also wenn ich hier einen ND8-Filter suche und ich habe mehrere, dann muss ich reingucken. Das ist der Polfilter. Ja. Also ich muss suchen. Während hier steht auf der Seite drauf, kann ich den passenden nehmen. Außerdem sind die ein bisschen griffiger als die, so eine Nuance. Und die haben eine kleine Aussparung, immer mal wieder sozusagen. Also ne, geriffelt, Aussparung, geriffelt, Aussparung. Sodass ich die, wenn ich die übereinander habe, kann ich die extrem gut greifen. Also ich kann präzise den Filter, den ich haben will, greifen. Was hier häufig nicht klappt, da muss ich immer so ein bisschen den Fingernagel hinterstecken, damit ich den richtigen erwische. Ist ein bisschen fummelig. Und hier, zack, kann ich den nehmen, den ich haben möchte. Also ist ein Detail, aber ne, Profi-Werkzeug und Nicht-Profi-Werkzeug sind immer die Details sind der Unterschied. Und das ist genau sowas. Rollei selbst sagt weniger Vignettierung. Das kann ich nur bedingt bestätigen, aber sie sind halt einfach größer. Und größer heißt natürlich, weil das Problem ist, bei runden Filtern ist immer so ein bisschen, wenn ich im Ultraweitwinkelbereich arbeite, dann heißt das ja, das Ultraweitwinkelobjektiv ist so gerechnet, dass es eine Vignettierung meistens hat bei Ultraweitwinkel. Und wenn ich da noch Glas davor mache, auch wenn es ein schmales ist, weil die sind ja wirklich schmal. Trotzdem wird natürlich die Vignettierung, ne? Siehst du, das ist das. Man kriegt sie halt nicht gut auseinander. Habe ich halt auch kurze Fingernägel. Problem erkannt. Hier. Geht natürlich viel besser. So. Und die sind also super dünn, aber trotzdem ist natürlich die Vignettierung ein bisschen stärker. Und weil der Vorteil hiervon ist, von den eckigen, zeige ich mal, runden, der eckige sieht ja nachher so aus. Der ist viel größer als das Objektiv. Das heißt, ja, ich habe Glas vor dem Glas, aber weil es viel größer ist, gibt es keine Vignettierung. Im Idealfall. Und die sind also die neuen sind also auch ein Tick größer, dadurch weniger Vignettierung. Man kann weitere Filter einzeln dazu kaufen. Das wäre zum Beispiel ein UV-Filter, ein Astroklar-Filter. Soft GND 16 und so weiter. Da einfach mal in den Shop schauen. Außerdem sind sie besser, verbesserter Magnetismus, was auch immer das heißt, merke ich keinen Unterschied. Die alten halten einfach gut und die neuen halten natürlich auch gut. So. Ja, die passen aber nicht übereinander nachher, weil die sind unterschiedlich groß, ne? Weil die neuen sind ein bisschen größer. So. Also, die alten sind gut, musst du nicht wegwerfen, kannst weiter mitarbeiten. Und wenn du dich oft genug geärgert hast mit dem Fingernagel, dann, oder noch keinen hast, dann nimmst du diese Aussparung. Das ist echt ein Killerunterschied. So. So viel dazu. Was macht man jetzt damit? Filter, das heißt vor allem, also bei mir jedenfalls vor allem Polfilter und Graufilter. Ein Graufilter sorgt einfach dafür, dass du länger belichten kannst. Und Polfilter, der nimmt Spiegelungen raus, Reflexionen raus. Und zwar natürlich nur, wenn auch Sonnenlicht da ist. Also ein Polfilter nimmst du nicht nachts, ein Graufilterausfilter oder Graufilter könntest du nachts nehmen. Also Polfilter nimmt man tagsüber. Und das hängt immer davon ab, aus welcher Richtung die Sonne kommt, wie stark dieser Effekt ist. So. Und das ist nicht nur, also ein Effekt kann sein, du hast Glas, Schaufensterscheibe und möchtest durchgucken oder eine Autoscheibe, möchtest durchgucken, dann nimmst du einen Polfilter. Oder du hast Wasser, einen See und du möchtest zeigen, klarer Bergsee und du willst zeigen, dass man da reingucken kann. Dann spiegelt die Sonne meistens und man kann eben nicht reingucken, Polfilter, dann kannst du reingucken. Und auch so Himmel wird blauer dargestellt, weil die Farbe vom Himmel einfach besser rüberkommt. Laub wird deutlicher. Ich zeige mal dieses Foto. Das ist mit dem alten Filter aufgenommen, letztes Jahr im Herbst. So, mit dem alten. Und zwar zeige ich diese beiden Fotos. Das ist JPEG out of camera mit Polfiltern ohne Polfilter. Unbearbeitet, alles gleich, nur halt eben Polfilter ran rauf, ran ab. Und man sieht natürlich einen deutlichen Unterschied. Ohne Nachbearbeitung, kein Photoshop, kein gar nichts. Weil die Frage ist immer so ein bisschen, kann ich so einen Filter auch mit Photoshop machen? Kann ich mir den Filter ersparen? Ja, nein. Wasser durchsichtig machen im Photoshop geht nicht. Den Himmel blauer machen würde gehen, aber das Laub leuchten lassen geht ein Stück weit. Aber es ist überraschend schwierig, aufwendig und nicht im gleichen Maße.
Und gerade so diese Wassergeschichte, du hast zum Beispiel, zeige ich dieses Foto, das ist ein Wasserfall in Island, achte mal auf die Steine vorne, die sind feucht. Ne? Am Wasserfall ist immer alles feucht und die spiegeln natürlich. Polfilter, ja, nein. Und das passt nicht immer. Also das nicht, man muss am Wasserfall nicht immer Polfilter nehmen. Ich mache immer beide Bilder, mit und ohne, und schaue mir dann nachher zu Hause am Rechner an, ja, nein, ohne war vielleicht doch besser manchmal oder manchmal halt mit. Aber diesen Unterschied, der ist halt hier sehr, sehr markant. Und er zeigt dieses Beispiel von den Wasserfällen und dem Fluss. Auch da mit und ohne Polfilter. Kann ich gar nicht zwingend sagen, welches besser ist, aber es ist deutlich unterschiedlich auf jeden Fall. Und was ich damit häufig habe mit dem Polfilter, sind halt die Farben kommen besser rüber. Also gerade so Bergbäche, Gletscherabflüsse, die dann vielleicht noch so bläulich sind oder grünlich sind von dem Gletscherwasser, das will ich ja zeigen. Also ich will ja zeigen, das ist ein Gletscherfluss. Ich will zeigen, der hat diese Farbe. Und wenn ich dann so ein komisches Licht habe, wo das das halt nicht zeigt, dann muss ich nachher im Photoshop mit dem Pinsel hingehen und da blau reinmalen? Nein, mache ich nicht. Also ich nicht. Ich mache einfach einen Polfilter ran, klick, und schon habe ich den Effekt. Das kann schon viel ausmachen. Oder dieser Bergsee, mit und ohne Polfilter. Man sieht den Unterschied, oder? Also ganz klar. Und das Schöne ist, mit diesem, so einem magnetischen Set, in Island war es so, ich habe den tatsächlich, also nicht alle, ein Teil davon natürlich nur, die ganze Zeit in der Jackentasche gehabt. Und das heißt, wenn ich vor Ort bin und überlege, ja, mach doch mal schnell. Klick, einmal rauf, einmal wieder ab. Das heißt, ich habe für alles, wo das irgendwie halbwegs in Frage kam, habe ich halt immer Vergleichsbilder. Ich habe immer beides. Und kann mich nachher entscheiden. Und meistens nehme ich das mit Polfilter tatsächlich. Aber es passt nicht immer. Ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gesagt, ein Polfilter wirkt abhängig vom Winkel von der Sonne. So, wenn du jetzt einen Ultraweitwinkel hast, dann ist es natürlich so, innerhalb des Bildes hat die Sonne einen anderen Winkel. Ne, weil scheint, also Ultraweitwinkel. Wenn du Panorama machst, erst recht. Also bei Panorama darfst du normalerweise keinen Polfilter nehmen. Ich zeige dieses Beispiel. Da sieht man so ein bisschen diesen blauen Strich in der Mitte oder am rechten Drittel. Und das ist halt tatsächlich so, dass ich da halt den Polfilter habe und Polfilter, ich drehe das Objektiv und dann kriegt er das nicht sauber gestitcht. Das könnte ich im Photoshop reparieren, klar, aber dann bastel ich wieder. Und dann habe ich immer noch einen Helligkeit oder einen Blauverlauf. Das passiert eigentlich. Ich habe einen Ultraweitwinkel, da habe ich einen Blauverlauf drinnen. Das muss man immer ein bisschen vorsichtig machen bei wirklich Weitwinkel. Ich sage mal 16 mm oder noch weiter oder 20 und noch weiter meinetwegen. Da passt es natürlich nicht immer. Das hat aber mit den Filtern nichts zu tun. Das ist auch bei quadratischen Filtern so. Das ist halt immer so. Aber in den allermeisten Fällen ist ein Polfilter auf Island, weil Island heißt dramatische Wolken fast immer und überall irgendwie ein bisschen nass. Lüneburger Heide heißt trocken, kein Regen, kein Wasser, kein gar nichts. Da kann man sich das sparen. Also es passt nicht immer. So. Und die Graufilter sind im Grunde dunkle Glasscheiben. Zeigt das. Da kann man, was sind das jetzt hier? Das ist halt so ein bisschen, sieht man das ein bisschen? Dunkle Scheibe. Und die kann halt eben dafür, sorgt dafür, dass ich länger belichten kann. Das will ich in der Regel, aber natürlich nicht immer, am Wasser haben. Also ein See, auch wieder dieser Bergsee. Es war sehr windig. Und das heißt, auf dem Wasser hast du dann halt eben die Wellen. Und das will man ja meistens nicht haben. Als Foto will man das ja meistens glatt haben. Der Nachteil daran ist aber, dass dann die Wolken auch glatt sind. Ich habe dynamische Wolken. Und wenn ich jetzt lange belichte, dann werden die natürlich so glatt gebügelt. Das finde ich meistens nicht. Manchmal ist es schön, aber meistens finde ich das nicht gut. Man kann zwei Fotos machen, eins ohne, eins mit Filter. Und dann halt den Himmel quasi im Photoshop, danach halt den Himmel von dem einen Bild nehmen und das Wasser von dem anderen nehmen. Bin ich nicht so ein Fan von. Oder man nimmt so ein bisschen eine mittellange Belichtung, so vielleicht 3, 4, 5 Sekunden, dass die Wolken noch nicht so glatt sind und das gar nicht so auffällt, aber das Wasser schon einigermaßen glatt ist. Solche Spielereien kann man machen, gerade wenn man so ein Set hat. Man hat einen ND8-Filter und einen ND16-Filter, man kann die kombinieren. Dann macht man vielleicht nur einen Filter für eine Belichtung, dann macht man zwei Filter, guckt sie sich an und nimmt halt das, was einem besser gefällt oder so. Meine, so als Daumenregel sage ich immer so, bei fließendem Wasser, also Wasserfall vor allem oder Bergbäche, will ich so eine halbe Sekunde, eine Sekunde so der Größenordnung Belichtung haben. Und das kann ich in der Regel tagsüber draußen nicht. Im Wald geht das manchmal, aber tagsüber draußen meistens nicht. Das heißt, ich muss einen Filter nehmen oder ich muss halt damit leben, dass ich das eben nicht habe, diesen Effekt. Und wie gesagt, einmal Klick, ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Also das schadet ja jetzt gar nichts. Den Deckel kann man hier natürlich auch raufpacken. Wenn man mit dem Objektiv rumläuft, dann hat man extra Deckel. Man kann die im Einzelzubehör kaufen, das heißt, man könnte sich einen dritten kaufen, sodass man nachher den einzelnen Stapel dann auch wieder zumachen kann. Dann gibt es noch eine Besonderheit, das ist ein Grau, sieht man das ein bisschen? Ja, ein Grauverlaufsfilter, das kennt man von den eckigen, das ist sowas hier. Das ist sowas hier. Die sind dann relativ lang, ich zeige das. Die sind dafür da, ich zeige das, das sieht man wahrscheinlich ganz gut. Die sind dafür da, wenn du hohen Kontrast hast, das ist typischer Fall am Meer.
du hast das Meer und den Himmel und der Himmel ist einfach heller als das Wasser. Und auf einer Belichtung sieht das meistens nicht so harmonisch aus. Da nimmt man häufig so einen Grauverlaufsfilter. Und den gibt es mit einer harten Kante als Graufilter oder als Verlaufsfilter halt so ein bisschen soft. Je nachdem, was man haben will. Die gibt es dann auch in unterschiedlichen Softkeitsgraden, sag ich mal. Das ist jetzt halt ein ND8-Filter in dem Fall. Medium, nicht soft, nicht hart. Also je nachdem, manchmal ist es ein Strich und manchmal ist es halt eben ein Verlauf. So, der Nachteil ist offensichtlich, ist relativ groß und teuer. Der Vorteil ist offensichtlich, es ist klein. Der Nachteil ist offensichtlich, hier kann ich den Horizont schieben. Ich schiebe das hoch und runter, so dass ich halt den Horizont da habe, wo halt der Horizont ist. Das kann ich hier nicht, sondern da muss halt der Horizont in der Mitte sein. Da muss ich nachher eventuell das Bild zuschneiden. Aber dafür ist es klein und günstig, ne? Man sieht den Unterschied. Also das ist, kann, weiß ich nicht, das muss jeder ein bisschen selbst wissen. Wer viel am Meer unterwegs ist und viel den Horizont in die Mitte packt, ja, also sofort kaufen. Ansonsten ist das ein bisschen der eine große Nachteil von den runden Filtern gegenüber denen ist natürlich genau dieser Effekt. So Verlaufsfilter kann ich hier viel besser, viel präziser natürlich setzen. So das. Ansonsten zu den Filtern noch ganz kurz. Das ist Gorilla-Glas, also die dürfen auch mal runterfallen. Auch nur so oft, ne? Das kennt man vom Smartphone, Gorilla-Glas, aber irgendwann ist es auch kaputt. Aber jedenfalls, dadurch, dass sie leicht sind, weil man steht da am Wasser, kalte, nasse Hände und so weiter, dann fällt einem ja mal was runter und dann ist es nicht ganz so schlimm, weil es Gorilla-Glas ist. Sie sollen super durchlässig sein, 99,5%ige Reflexionsfreiheit und ist tatsächlich so, ich habe da überhaupt gar keine optischen Qualitätseinbußen irgendwie gemerkt, wäre mir nichts aufgefallen. Und ich habe viele Vergleichsbilder gemacht und gedacht, ja, nee, also ich habe gearbeitet mit der Sony A7 IV, also mit über 30 Megapixel. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen, wenn das irgendwas nicht funktioniert hätte. Also das sieht soweit gut aus. Bei den alten aber auch schon. Die sind geeignet für kalte Temperaturen, warme Temperaturen und so. Also da kann man eigentlich immer mit arbeiten. Der große Vorteil, ich habe es gesagt, ich sage es nochmal, der große Vorteil ist halt so dieses, ne, man hat ja normalerweise nicht das große Set, ich mach's mal kleiner, hat vielleicht sowas dabei. So, ja, ich meine, das wiegt nichts, das ist nicht groß, das passt bequem in die Hosentasche oder Jackentasche und oder halt irgendwo in die Seitentasche beim Rucksack oder so, oben ins Deckelfach, wo auch immer. So dieses griffbereit, klack, klack. Weil wie oft nimmt man das nicht mit, weil es einem zu groß ist? Oder wie oft nimmt man das mit und benutzt es dann nicht? Da gibt es ja gar keine Ausrede für. Also die habe ich tatsächlich, seitdem ich die habe, ständig im Rucksack einfach fix drin, weil wenn ich dafür zu schwach bin, dann mache ich was falsch. Und da habe ich auch nie ein Platzproblem. Da ist immer so ein bisschen so, ja, aber der Rucksack ist voll. Während hier so, ja, zack, pack's halt noch mit rein. Ne? Das war so das Wichtige. Wenn du jetzt überlegst, sowas zu kaufen, ist natürlich die Frage, was nimmst du? Da gibt's, die gibt's als verschiedene Packages in der Regel und man kann Einzelfilter nachkaufen, man kann mal klein anfangen oder so. Was ich am meisten benutze, ist ein Polfilter tatsächlich. ND8 und ND64, 1016, da gibt's so verschiedene. Ist ein bisschen schwierig. Also, was du machen kannst, wenn du möglichst wenig kaufen willst, ist ein Polfilter, ND8 und ND16 oder 64. Sagen wir 64er. So, weil du kannst sie kombinieren. Das heißt, du kannst sagen, wenn der 8er reicht, nimmst du einen 8er. Wenn du einen 64er brauchst, nimmst du einen 64er und sagst, 64er reicht doch nicht, packst einen 8er dazu und dann kombinieren die sich halt und dadurch hast du dann doch wieder eine sehr lange Belichtung. Wenn du sagst, du willst vor allem ultra lange belichten, also dein Ding ist, du willst 5 Minuten bei Sonnenlicht belichten, dann nimm gleich einen 1000er und noch einen 8er dazu. So. Aber für die allermeisten Fälle Polfilter, ND8, ND64. Dann hast du, und die drei habe ich so auch immer tatsächlich immer dabei. Auch hier habe ich die immer dabei, weil ich die beliebig kombinieren kann. Und der Polfilter macht auch ein bisschen dunkler. Das heißt, wenn ich einen ND8-Filter habe und noch einen Polfilter dazu mache, dann habe ich im Grunde einen, weiß ich nicht, ND16 oder sowas. Also ich bin noch ein bisschen dunkler halt als mit dem ND8er und kann dadurch halt so ein bisschen auch spielen. Und wenn ich dann so ein bisschen mit ISO und Blende spiele, dann habe ich eigentlich völlige Freiheit und kann einstellen, was ich will. Super wichtig fürs Filmen, da sowieso, aber natürlich auch fürs Fotografieren. So. Das wäre so meine Empfehlung. Dann vielleicht noch Größe. Das ist natürlich ein Nachteil. Das ist so, dass ich hier einen Adapterring jetzt tatsächlich dran habe. So, das ist der hier. Den schraube ich ans Objektiv oder hier ran halt. Das ist jetzt 77 mm, das heißt, das ist 82. Und wenn mein Objektiv 77 ist, dann nehme ich diesen Adapterring. So, aber das Ding ist immer fix. So, dann nehme ich nur den passenden Adapterring. Und das genauso würde ich das hier auch machen. Es sei denn, du sagst, du hast wirklich nur ein Objektiv oder du bist auf der Tamron-Schiene und hast alles 67 mm. Na gut, dann nimmst du halt den 67er. Aber wenn du diverse Objektive hast oder noch haben möchtest, dann nimmst du den großen 82er und dann halt eben, wo ist er hin? Und dann halt eben so einen Adapterring dazu. Weil dann kannst du es auf alles raufpacken, brauchst du nur den Adapter. Also zu groß ist nur zu groß in der Jackentasche.
sonst es stört nicht beim Fotografieren oder sowas. Deswegen wäre meine Empfehlung, nimmst das 82er. Es sei denn, es gibt einen spezifischen Grund für was klein. Wenn du halt nur Micro Four Thirds, sag ich mal, unterwegs bist, wo du sehr kleine Objektive hast, dann ist das vielleicht ein bisschen Overkill. Aber im Normalfall wird das genau das Richtige sein. So, das war so der Überblick. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, das hat auch ein bisschen Lust auf Island gemacht, natürlich. Sorry, dass ich hier schon wieder akute Reiselust wecke. Wenn du Filter hast, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Filterfotografie. Wenn du dich an Filter noch nicht herangetraut hast, dann würde ich vielleicht mal überlegen, ob du nicht mal langsam anfängst mit sowas halt, mit 1, 2, 3 Filtern. Und du wirst nie wieder zurückblicken. Also nicht falsch verstehen, man benutzt das nicht immer, aber als Landschaftsfotograf doch überraschend häufig. Vielleicht noch Schlussbegriff, Schlussding. Ja, das macht, wenn du sagst, du machst gar keine Landschaftsfotografie, ein Graufilter kann auch sehr interessant sein, wenn du mit Blitz arbeitest. Wenn du mit Blitz Porträtfotografie machen möchtest, draußen offenblendig, dann kannst du es häufig nicht oder brauchst sehr teure Blitze, weil du eine sehr kurze Verschlusszeit hast und dann kommt dein Blitz damit nicht klar. Mit dem ND8-Filter, zack, schon ist das Problem gelöst. Also so Filter kann man für diverse Sachen nehmen. Wie gesagt, gerade fürs Filmen auch essentiell. Ich bin beim Filmen eigentlich immer, ja natürlich nicht hier, aber draußen haben wir immer einen Filter drauf. So, das war der Überblick. Viel Spaß, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.